Das Fenster noch zu machen. Nee, ganz links. So, ich glaube, langsam kommen wir zu dem Zeitpunkt, der da heißt 15 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, für alle, die live an den Bildschirmen oder an dem Computer sitzen, zu einem großen Event, Goldener Tomatenkoch von Mutti 2020. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht ein Wörtlein zu mir. Mein Name ist Christian Henze. Ich bin ja Koch aus Leidenschaft, habe viele, viele Jahre ein Sterne-Restaurant geleitet und habe auch schon mal beim Live-Event bei Mutti bei Facebook teilgenommen. Und deswegen kenne ich die Produkte gut und habe die große Ehre, heute so ein bisschen durch eine wirklich tolle Veranstaltung zu führen, da, wo sich Mutti sehr viel Mühe gemacht hat. Und ja, das Thema Kochen und Qualität ist ja heutzutage ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, dass Kochen heute so eine Rolle spielt, ich glaube, ich hätte es nicht geglaubt. Aber es ist schön, dass es so ist, dass Qualität eben auch entscheidend ist für gute Gerichte und dass man immer mehr Wert auf Qualität hat. Ja, Mutti hat vor 20 Jahren einen Preis ins Leben gerufen, dem Pomodorino d'Oro, also die goldene Tomate, und hat damit seine Lieferanten und Produzenten ausgezeichnet. Also vor 20 Jahren ging das mit diesem Preis schon los für, ja, die Leute, die die Top-Produkte eben ins Leben rufen. Und diese Top-Produkte, um die es heute geht, wie man auch schon hinter mir sieht, da wird eben schön gekocht heute. Und es hat einen Aufruf gegeben von Mutti. Und man hat ein dreigängiges Menü einreichen können. Und die Aufgabe war, mit den verschiedenen zur Verfügung stehenden Produkten eben dieses Dreigänge-Menü zu kochen. Und dann gab es eine große Bewerbung und ein Online-Voting, wo eine Finalistengruppe gevotet wurde, ausgewählt wurde. So, aber der Hauptakteur sind natürlich die Tomaten. Ja, es gibt natürlich die großen Tomatensorten in Italien. Rotondo di Parma, die klassische Tomate, wächst rund um Parma. Das ist so die Basistomate mit ihrer wahnsinnig tollen aromatischen Qualität. Spielt sie eine große Rolle. Roma, diese länglichen Tomaten aus Apulien stammend, ja, die sind auch schwer im Einsatz. Und mein ganz großer Favorit, die Sherry-Tomaten, süßfruchtig aus dem Süden Italiens. So, bevor es aber losgeht, liebe Zuschauer, bevor ich Ihnen die drei Finalisten vorstellen darf, ist es natürlich ganz wichtig. Ich bin ja heute in meiner Funktion nicht als Juror-Mitglied, sondern eher als derjenige, der so ein bisschen durch die Veranstaltung führt, also als Moderator zuständig. Die wichtigen Leute sind ganz klar die Juroren, die Jury, und die möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen. Allem voran ein wichtiger Mann, der mit Tomaten quasi groß geworden ist, der bei Mutti der Chef-Tomatenkoch ist. Und der Chef-Tomatenkoch heißt Carlo Casoni. Carlo, nice that you are here. Say something about you. Hi, I'm Carlo Casoni, the corporate chef of Mutti. Nice to see you. You and all the finalists of the competition, the Pomodorino d'Oro competition. I'm very proud to be here. And today we judge the best menu, the best dishes. And we try to explain which is the philosophy of the Mutti company. And my job inside of the company is to explain at the people around the world, of course, which is the philosophy of Mutti and the quality of Mutti in some different animation, in supermarket, masterclass, and for our distributor and so on. Yeah. Okay. Dann, jetzt haben wir so ein kleines Funkproblem, aber ich hoffe, das kriegen wir wieder hin. Und dann gibt es natürlich den zweiten Juror, den Tobias Günther, ist der Sous-Chef von Christoph Rüffer. Tolles Zwei-Sterne-Restaurant aus Hamburg, Restaurant Hallin. Hallo, mein Freund, der zweite Juror, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen und warum du dabei bist?
Ja, hallo. Freue mich natürlich auch sehr, dabei zu sein heute bei dem Mutti, der Goldene Tomatenkochwettbewerb. Ich begrüße auch herzliche Grüße hier aus Hamburg. Wir befinden uns auch mitten im Restaurant Herlin, in der Küche quasi, mitten im Herzen. Und ja, ich bin heute auch dafür da, die Gerichte mit zu verkosten mit Carlo zusammen. Carlo geht da mehr so auf die Tomaten ein, auf den Tomatengeschmack ein. Weil ich bin dann auch so ein bisschen mehr der Part, wo es dann rumgeht, die Kreativität auch ein bisschen mit zu bewerten. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Event und freue mich sehr darauf. Schön, das klingt doch gut. Am Ende werden die Besten gewinnen und Sie haben ja, die Finalisten haben ja gute Voraussetzungen, weil sie ja mit Top-Produkten arbeiten dürfen. Und die Juroren dürfen ja dann auch probieren. Die Kandidaten haben jeweils ein Drei-Gänge-Menü eingeschickt. Und aus diesem Drei-Gänge-Menü haben wir ein Gericht ausgesucht. Und ja, da wären wir schon bei den Finalisten. Und als erstes möchte ich jemanden vorstellen, der da heißt Uzay Türkseven. Der junge Mann wird uns gefüllte Muscheln zubereiten. Mein Freund Uzay, erzähl mal ein bisschen was über dein Gericht und warum du das ausgewählt hast. Ja. Da warten wir noch auf das schöne Gericht. Und ich glaube, irgendwann werden wir mal in die Küche schalten und Uzay Türkseven wird uns ein bisschen was über sein Gericht erzählen und dann werde ich die anderen Gerichte auch noch vorstellen. So, Uzay, kannst du mich denn hören? So, dann warten wir einfach noch mal ein bisschen, dann stelle ich die anderen beiden Kandidaten noch mal vor. Lars Zimmer ist dabei, Stefan Janitz ist dabei und da gibt es richtig leckere Gerichte. Der Stefan wird ein Shashuka zubereiten und Lars eine Panna Cotta mit Tomaten, Mango, Kompott. Also wenn ich das hier so auf meinem Spickzettel lese, bekomme ich schon mächtig Appetit. Aber wie gesagt, loslegen wollen wir so ganz gemütlich mit Uzay und den gefüllten Miesmuscheln. Uzay, wink mal in die Kamera. Sehr schön. Schön transparent, weißes T-Shirt, rote Schürze, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Hi. Richtig. Hallo. Hallo Uzay, Mensch. Hallo alle miteinander. Tolles Menü ja. Hast du da zusammengestellt. Gefüllte Miesmuscheln als Hauptgerichte, ein Dal. Ja, sehr speziell, toll, Bohnengericht. Und als Dessert ein Tomatenchili mit Kokossahne und gerösteten Pistazien. Genau so sieht es aus. Genau. Aber und hier... Du wirst uns jetzt heute mit einem Gericht der gefüllten Muscheln kulinarisch glücklich. Erzähl. Genau so ist es. Ja, es kommt aus meiner Heimat der Türkei. Da ist es eigentlich mehr ein klassisches Streetfood. Ja. Da geht man eine kleine Stände am Straßenrand und da stehen die mit den gefüllten Muscheln, geben sie dir in die Hand und man kann sie eine Stunde aus der Muschelhälfte heraus essen. Das ist eine Stunde eine Salzfüllung in der Miesmuschel. Und da drin ist es regional abhängig, was dann hineinkommt. In diesem Fall ist es eher, so wird es häufig, glaube ich, in Istanbul verkauft, mit einer intensiven Würzung aus Zimt und Piment und Nelke, mit manchmal und Pinienkern. Und ich lasse das Ganze in dem Mutti-Tomatenstufsfleisch garen. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz speziellen Geschmack. Also, das ist nicht der übliche Weg. Bitte. Mich interessiert natürlich als auch Hobbykoch und Profikoch, warum hast du die Tomaten gerade gewählt? Erzähl mal. Es hat verschiedene Gründe. Einmal muss es natürlich rein von der Kochtechnik her passen. Das heißt, es ist von der Konsistenz her perfekt. Man hat genug Flüssigkeit, um den Reis darin zu garen. Dazu kommt aber auch der intensive tomatige Geschmack. Man muss sagen, also in dieser Konsistenz und Zusammensetzung, das heißt, es hat noch eine gewisse Stückigkeit, die man im Mund spürt beim Essen, die bekommt man tatsächlich, ich habe viele Tomaten ausprobiert, aber bisher hat es mit dieser Tomate tatsächlich am besten und am ehesten geklappt, muss ich sagen. Uzay, der Geschmack ist das. Ich glaube dir alles. Ja. Das schaut schon mal sehr gut aus, wie du das hier machst in deiner Küche mit einer professionellen TV-Beleuchtung. Sehr gut, aber du hast natürlich auch namhafte Konkurrenz, ja? Der Stefan,
Stefan Janitz will mit einem sensationellen Shakshuka den Titel holen. Ja, Stefan, erzähl mal, wie kommt, mein Freund, auch weißes Hemd, darf ich denn du sagen? Ja, sicherlich gerne. Das ist gut, beim Kochen ist man ja per Du. Du schaust blendend aus, weißes Hemd, rote Mutti-Schürze und Shakshuka steht auf dem Programm. Erzähl mal, ein israelisches Gericht, Israel meets Italien oder was war deine Idee dahinter? Genau, also Shakshuka ist israelisches Nationalgericht, wird da eher so zum Frühstück gegessen, kommt vermutlich ursprünglich mehr aus Palästina und aus den arabischen Ländern und ist dort in Israel heimisch geworden. Ist einfach ein Gericht, was wir zu Hause bei uns super gerne mögen und was bei uns auch öfter gibt, auch zum Frühstück. Ja, nur zum Hauptgericht. Ich muss sagen, Stefan, Shakshuka ist auch mein absoluter Hero. Man kann es ja unglaublich gut variieren und in verschiedenen Kompositionen zusammenstellen. Erzähl unseren Zuschauern mal ganz grob, wie denn dein Gericht Shakshuka in etwa ausschaut und vor allen Dingen, was uns natürlich brennend interessiert, welche Tomatensorten von Mutti wirst du verwenden? Es gibt ja unterschiedliche, Pulver, Passata-Tomaten, Maggi, Pilati, die geschälten Tomaten. Was nimmst du für deine Shakshuka? Ich nehme die gehackten Tomaten, weil ich da eine gute Mischung habe. Einmal, was der Usa gerade schon sagte, in der Konsistenz. Zeig sie mal die Kamera. Den stückigen zu dem flüssigen Anteil. Die sind ja geerntet und abgefüllt in einem Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt, hier auf 400 Gramm Tomaten hat man im Prinzip 2 Kilogramm frische Tomaten. Mhm. Und das macht sich natürlich, wenn wir die Eier hinterher pochieren im Backofen bei großer Hitze, ist das eigentlich die ideale Tomatensorte und im Verhältnis zu den anderen Tomaten ist es auch nicht ganz so süß. Und was bei allen Tomaten von Mutti ist, ist, dass sie halt schmecken, als wenn sie gerade unmittelbar vom Feld kommen. Das ist wie, wenn ich un pezzo d'Italia in meine kleine Küche hole, ein Stückchen Italien hier nach Deutschland. Also, Stefan, was die Ansprache anbelangt, hast du schon gewonnen, aber am Ende des Tages zählt ja der Geschmack, die Juroren haben ja das Essen vor sich und ich will unseren Zuschauern natürlich auch noch mal ganz kurz sagen, Stefan, das Menü, das du eingereicht hast, das hat natürlich schon auch ordentlich Bums. Also wenn ich das so lese als Profikoch, muss ich sagen, Hut ab. Ja, gebackener Schafskäse auf Tomatensuppe mit Tomaten, Shakshuka und als Dessert die Tomatencreme mit Ricotta-Mousse und Minze. Schon auch ordentlich. Ja, schlecht. Wobei es relativ einfache Zutaten sind. Es ist jetzt kein Shishi. Es sind nicht ganz viele Sachen zusammengemischt, sondern das Produkt der Tomate soll eigentlich im Mittelpunkt stehen. Sehr gut, sehr gut. Stefan, hau rein, die Zeit läuft. Ja. Es geht ja um was? Es geht ja um eine wirklich außergewöhnliche, tolle Reise nach Italien, aber vor allen Dingen um einen Pokal, den ich auch gleich anschließend nochmal vorstellen möchte, um den Pokal des goldenen Tomatenkochs von Mutti 2020. Den kann man sich zu Hause in die Vitrine stellen und dann vor den Gästen, die dann zum Abendessen kommen, glänzen. So. Ich möchte auf jeden Fall Francesco treffen. Das ist meine... So, dann Koch, mein Freund. Koch. Ja, dann haben wir ganz zum Schluss noch Lars Zimmer. Das ist der dritte Runde und das große Glück hat eben auch ausgewählt worden zu sein. Lars, ich möchte mal ganz kurz vorstellen. Ich sage jetzt einfach auch mal Lars, wir sind auch per Du, nehme ich mal schwer an. Ja, Lars, du hast ein Gericht eingereicht, das da heißt frisches Tomatensüppchen als Vorspeise, als Hauptspeise Jakobsmuschel, Blutwurst und Tomatensüppchen. Also es ist auch schon so geschrieben, wie man es in einem Top-Restaurant gerne vorfindet. Und das ist hier die geliebte Panna Cotta mit Tomaten-Mango-Kompott. Das ist toll. Da bin ich auch dabei, die vorzubereiten. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Ja, genau. Ich reduziere diese Sahne gerade, dass das, sag ich mal, Wasser ein bisschen entweicht und dadurch eine cremige Konsistenz hervorgeht. Und ja, da muss ich jetzt noch einen Augenblick reduzieren, während die
Tomaten, da habe ich die geschälten gewählt von Mutti. Zeig mal, dass wir die auch alle sehen. Welche Tomaten hast du da verwendet, die geschälten? Ach, ja, können wir mal hier. Das sind geschälten. Das ist natürlich der Vorteil, dass man sie nicht abberühen muss und man spart sich in dem Sinne einen Arbeitsschritt. Ja, also man muss da auch ganz klar sagen, das sage ich jetzt als Moderator dieser Veranstaltung, aber auch als jemand, der sehr gern mit diesen Produkten kocht. Man hat einfach wenig Arbeit und öffnet Glück, öffnet Qualität, Lars. Das ist schön. Was mich einfach so als Hobbykoch und zielorientierten Menschen auch interessiert, warum hast du mitgemacht und wie schätzt du deine Chancen ein gegenüber den anderen beiden Konkurrenten? Also jetzt während der ganzen Corona-Zeiten ist es natürlich praktisch und mal eine schöne Abwechslung zu haben. Und ja, das Kochen bringt mir allgemein schon viel Spaß. Ich sehe aber auch, dass die Konkurrenz nicht schläft und auch gut vorgelegt hat mit ihren Rezepten, die sie eingereicht haben. Ja, gut. Und du hast dir gedacht, ich gehe keine Versuche ein. Ich mache einfach mal eine Panna Cotta. Ja. Sag mal, wie viel Blatt Gelatine nimmst du, auf wie viel Flüssigkeit? Ich habe jetzt 2 Blatt Gelatine auf knapp 280 Milliliter werden das nachher. Aha, okay. Finde ich gut, dann wird die Panna Cotta nicht so fest, aber du musst natürlich immer beachten, dass sie dann bedeutend länger braucht, um eben anzuziehen bei 2 Blatt Gelatine. Ja, genau. Der Menge Flüssigkeit. Verhältnis Sahne zu Milch? Nur Sahne und Kokosmilch allerdings. Das ist dann 1:1. Mit Kokosmilch? Jeweils. Okay, also ja, du hast genau. Ein Teil für unsere Zuschauer, ein Teil Sahne, ein Teil Kokosmilch, Zucker, ja, genau. Eingeweichte Gelatine. Ja, richtig, die ist hier vorne schon eingeweicht, schon vorbereitet. Sehr schön, sehr schön. Ist es deine Privatküche zu Hause? Da köchelst du immer, oder? Ja, genau. Und für die Familie. Das ist doch wunderbar. So, ich würde gerne mal zurück zu unserem ersten Kandidaten, der in der Küche den Kochlöffel schwingt, Usai. Mein Freund, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, mit deinen gefüllten Muscheln, da sind wir alle schon gespannt. Erzähl mal, was ist Stand der Dinge? Wie lange brauchst du noch in etwa? Usai, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Hört ihr mich auch? Ja, laut und deutlich. Usai. Das ist doch klasse. Die halbe Welt ist gespannt wie ein Flitzebogen, wie es denn mit Muscheln aussieht. Da erzähl uns doch mal, was ist Stand der Dinge? Also, ich habe soweit meinen Reis hier im Topf mit den ganzen Sultaninen, Pinienkernen, den Gewürzen und den Tomaten. Die Muscheln habe ich gewaschen und geöffnet mit dem Messer, dass ich sie jetzt gleich füllen kann. Und dann kommen die nur noch in einen Topf mit etwas Wasser, beziehungsweise hier deine Pfanne mit einem hohen Rand. Und dann dämpfen die noch ein bisschen, um dann perfekt servierfertig zu sein. Also ich liege soweit wunderbar in der Zeit. Ja. Und die Füllung, die macht sich statt ziemlich gut. Schön, schön. Dann würde ich mal sagen, dürfen wir in froher Erwartung sein. Jetzt würde ich ganz gern auch nochmal zurück switchen auf den zweiten Aspiranten, der hoffentlich nicht nervös ist. Stefan, sagen wir noch mal ganz kurz, wie es denn bei dir aussieht. Und ja, hervorragend. Shakshuka, Basis ist in der Pfanne. Ganz wichtig ist, dass es auch... Stefan, kannst du uns mal die Pfanne zeigen? Kannst du mal die Pfanne ins Bild nehmen? Geh ein bisschen höher. Okay, wunderbar. Die Tomaten lässt du ein bisschen einkochen? Genau, richtig. Die lasse ich einkochen, ganz wichtig. Ziemlich lange. 20 Minuten müssen sie schon haben, damit das Aroma durchkommt. Und wichtig ist auch nochmal ein gutes Olivenöl drüber geben, das dann den Geschmack der Tomaten noch ein bisschen verstärkt. Okay. Ja. Stefan, hast du irgendwie Gewürze dazugeben? Salz, Pfeffer, Zucker in etwa? So ein bisschen? Natürlich Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Paprika-Rosenscharf. Paprika-Rosenscharf, das ist gut. Ja. Das wird eine etwas schärfere Variante vom Shakshuka. Wir sind gespannt. So, liebe Kochaspiranten, ich drücke euch aus der Ferne mal die Daumen hier in meinem
schönen Büro im Allgäu, wo die Sonne schön reinscheint, und würde jetzt einfach mal gern die Jury ansprechen. Tobias, ja. Du schaust mit Argusaugen drauf, was die beiden oder was die drei Finalisten da so kochen. Gib mir mal so ein bisschen deine Einschätzung. Als Profikoch, und erzähl mal du so ein bisschen über dich noch. Also das erste Mal ist auch für mich total spannend gewesen, diese Gerichte einmal zu lesen und dann halt anhand der Rezeptur zu kochen, so wie es dann halt jeder halt auch zu Hause macht. Kochen ist ja schon immer so eine Herzenssache, wo man immer so, ach da, da mache ich jetzt das noch rein, da mache ich das noch ein bisschen. Und ja, das kann man in dem Fall gar nicht, weil man halt sich stur an die Rezepte hält, in dem Fall jetzt von uns als Jury, damit derjenige, der es dann auch zu Hause nachkocht, dann halt auch das Ergebnis hat, also das beste Ergebnis quasi auch hat. Ja, wir haben das alles schon durchgekocht. Bin auch gleich sehr spannend, drauf gespannt, das alles nochmal genau und final zu probieren. Ich habe das auch schon alles schon vor mir stehen hier. Kann das ja mal von Usai mal das Dessert in die Kamera halten. Das sieht doch schon toll aus, oder? Also, wow. Da kann man wirklich sagen, bin ich echt gespannt. Wir müssen Tobias natürlich unseren Zuschauern sagen, aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir das natürlich hygienischer Art und Weise separieren müssen. Also du hast alle Gerichte, das komplette Menü eines jeden Finalisten nachgekocht. Also vor dir stehen quasi 9 Gerichte, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert von jedem Aspiranten. Jeder Finalist kocht ja ein Gericht. Und was wir eben gesehen haben, war die Panna Cotta. Ja. Also was ein Beispiel von Musa, sein Menü. Und alle Kandidaten sind ein bisschen unterschiedlich. Also es wird gleich sehr spannend. Also wie es dann aussieht. Ja, hast du mal so ein reines Gefühl, du hast ja alle Rezepturen bekommen und wie ich das so aus der Ferne beurteilen kann, sind die Rezepte doch schon von kulinarischer Handschrift entstanden. Also das sind alle drei knackige Hobbyköche. Was sagst du, als Profi, wer könnte das Rennen machen? Oh, das ist schwer zu sagen, zumal die Kriterien auch unterschiedlich sind. Also ich bewerte ja, wie gesagt, mehr so das Gesamtgericht und die Kreativität. Und Carlo ja dann mehr so auf den Tomatengeschmack und wie der Mutti da im Vordergrund steht. Also bleibt spannend. Also ich denke, es wird ein sehr knappes Rennen werden insgesamt. Und das Schöne ist auch, dass die Menüs halt wirklich auch sehr unterschiedlich sind. Also man hat hier wirklich so bei Ursai dann wirklich schöne, sehr viel Gewürze, sehr viel Power haben die Gerichte. Ne? Und währenddessen das bei Lars dann halt so mehr in so eine klassische Richtung geht, mehr klare Aromen geht und Stefan ist so ein Mix aus beiden. Ne? Also bin ich sehr gespannt, wie es nachher aussieht. Mhm. Also ich finde auch, das wird spannend. Ja, Carlo, jetzt kommen wir nochmal zu dem Chefkoch von Mutti, der tagtäglich mit den tollen Produkten kochen darf und sich extremst gut auskennt. What do you think about, Carlo, the three guys? Of course. Yesterday and this morning, I prepared the 9 recipe to know exactly which is the quantity of tomato inside the red color, the tomato taste inside of the recipe, and I think it's very hard to judge these three guys because the competition is very passion. Yes. They use a different product of Mutti. They use in a different way, and the recipe are in total. They are very nice, very nice. I have a difficulty to judge. Okay. Yeah. Also ich sehe es auch so wie Carlo. Hat es auch geschrieben, dass alle Aspiranten, alle drei Kochenden sehr von Qualität und sich von Gefühl lassen. Das ist schön. Ja, ich will einfach auch allen nochmal sagen, die neu dazugekommen sind, liebe Zuschauer, es geht um den goldenen Tomatenkoch von Mutti 2020. Großes Kochevent, groß angelegt. Und die drei Finalisten fighten um den Titel. Und ich darf dazu sagen, es geht nicht nur um eine traumhafte Reise nach Italien zu Mutti, wo sie sicherlich auch mit dem Chefkoch Carlo Casoni eben auch kochen können, sondern es geht natürlich auch um einen
wirklich schönen Preis. Und ich mache das jetzt einfach mal so. Liebe Zuschauer, ich zeige euch mal ganz kurz nur den Preis, um den es geht. Der steht nämlich bei mir und er lacht mich die ganze Zeit an. Ja, diese goldene Tomate. Ich mache das mal ganz kurz. Achtung, 3, 2, 1, zack. So, das geht jetzt. Ja. Also, wer diesen Preis, den goldenen Tomatenkoch 2020 von Mutti zu Hause in der Küche stehen hat, der ist ganz, ganz, ganz weit von. Ja, also wir fighten und fighten in der Küche. Das ist schön. Kochen soll ja in erster Linie was Entspannendes sein, was Relaxtes sein. Aber wenn ich so unsere drei Köche sehe, dann machen die das oder bereiten das wirklich mit einer Relaxedheit zu, die man sich nur wünschen kann. Usai, du wirst dann der Erste sein, der in geraumer Zeit das Ganze eben auch auf den Teller bringt. So sieht's aus. Würde ich gerne mal von dir wissen, dass du uns mal so ein bisschen Zeitmanagement gibst. Was steht denn hier vorne schon mal? Also, ich habe hier vorne schon mal das Hauptgericht, das Dal Makhani, zusammen mit einem wunderschönen Naanbrot, das ich vorhin noch gebacken habe. Denn indisches Gericht ohne Naanbrot. Ja, Usai, das ist so lecker. Aber du musst unseren Zuschauern mal ganz kurz erklären, das Naanbrot ist ja auch was ganz Fantastisches mit ordentlich Butter. Hast du es mit Butter nochmal eingepinselt hinterher? Ja, genau, mit Butter eingepinselt. Also es ist im Grunde ein Hefeteig mit einem gewissen Joghurtanteil. Eigentlich ist es ein Hefeteig, der einen Joghurtanteil hat. In dem Fall habe ich eben noch Koriandersamen, Zitronenabrieb, ein paar Chiliflocken mit in den Teig gemischt. Da kann man sicherlich auch noch variieren. Aber der Koriander ist relativ häufig dabei. Genau, dann wird das Ganze gegengelassen, das Ganze mit Butter eingestrichen. Ich habe es jetzt im Backofen gemacht, weil mir natürlich klassisch traditionell indische Methoden hier in meinem Haushalt fehlen. Ja, hast du schon mal in Indien, hast du den Tandoori-Ofen gesehen, wie man das Brot so an den Rand klatscht nach innen? Leider nicht live im Fernsehen. Ja, ich weiß, dass es in anderen Ländern auch so gemacht wird, so ähnlich. Da gibt es Kulturen, die das ähnlich machen, aber ich habe es leider noch nicht live erleben können, tatsächlich. Schön. Okay, also zu meiner Linken, zu deiner Rechten steht quasi das Hauptgericht und gegenüber ist das Tomatenchili mit Kokosahne und gerösteten Pistazien. Da hast du natürlich alles reingehaut, was so lecker schmeckt. Ja, also natürlich versucht man, eine Kombination zu finden, die auch zusammen funktioniert. Es ist immer ein wenig schwierig, natürlich die Tomate in ein Dessert, in ein süßes Gericht zu bekommen. Zumindest ist es für die meisten Menschen ungewohnt, das zum ersten Mal zu essen. Da hat sich jetzt die Sherry-Tomate auf jeden Fall angeboten, die man jetzt hier auch in einer geliert-kandierten Form oben drauf sieht. Usai, sei mal so nett und halt das Gericht mal ein bisschen hoch in die Kamera. Sehr gerne. So, ich komme mal ein bisschen näher. Perfekt. Auch schon zu sehen. Genau, eine Stunde. Ein netter Nebeneffekt ist, dass man hier so eine leichte Anmutung der Italienfahne hat. Unten hat man das rote Gelee, in der Mitte hat man eine weiße Kokossahne und oben drauf die schönen, grünen, gerösteten Pistazien, die zu meiner Schande jetzt nicht aus Bronze stammen. Zumindest kann ich das nicht mehr ganz nachverfolgen, wo die Pistazien tatsächlich herkommen. Ich glaube aus dem Iran in diesem Fall. Ja, aber du bist ja ehrlich, das ist mal ein Punkt für dich. Aber wir sind ja hier bei Mutti und dürfen mit hervorragenden, oder ihr dürft mit hervorragenden Produkten kochen. Erklär uns nochmal wirklich so, dass es auch ein Laie versteht, wie das mit dem Tomatengelee genau funktioniert hat. Welche Tomaten nochmal du verwendet hast und wie dieses Gelee eben genau gekocht wurde. Genau, also ich habe eine Dose Sherry-Tomaten genommen und das Ganze durch ein Sieb gegossen, wobei ich den Saft aufgefangen habe. Das heißt, die Passata, die mit in der Tube ist, die fange ich mit auf. Dann kommt Zucker zu den Sherry-Tomaten, sodass die weiterhin Wasser lassen. Den ganzen Sud fange ich auf. Ja, und wir müssen ja auch sagen, dass die Sherry-Tomaten, dass die ja schon sehr süß sind. Lecker, lecker, lecker. Richtig, genau. Ja. Das spiegelt sich dann am Ende auch in dem Gelee wieder und natürlich auch in dieser kandierten Sherry-Tomate oben drauf, die das Sahnehäubchen letztendlich bildet für dieses Gericht. Genau. Das Ganze wird stehen gelassen, dass die Sherry-Tomaten möglichst viel Wasser lassen. Dann kommt
ein Blatt, oder beziehungsweise je nachdem, wie viel Flüssigkeit dabei rauskommt, zwischen einem halben und einem Blatt Gelatine dazu. Das dauert dann immer ein bisschen, bis es geliert. Ich mag es nur nicht, wenn ich wenn es so wackelpuddingartig ist, sondern ich mag es eher cremig. Und ich finde, zu viel Gelatine sorgt dafür, dass so eine gewisse Cremigkeit verloren geht. Deswegen arbeite ich mal mit wenig Gelatine. Sehr gut. Im Grunde wird das Ganze einmal kurz aufkochen gelassen. Wenn es abkühlt, kommt die Gelatine, die vorher eingeweicht wurde, in kaltem Wasser, kommt mit dazu, wird untergestürzt und dann in den Kühlschrank gestellt. Und der Rest ist, man schlägt eine Sahne auf, da kommt dann, wenn die halb steif ist, ein bisschen Zucker und aus einer Dose Kokosnuss, also die Kokosmilch aus der Dose, die sollte möglichst ungeschüttelt sein. Dann setzt sich oben das Schluchtfleisch ab mit dem Fett und das schöpft man ab und tut es mit unter die halbsteife Sahne zusammen mit ein bisschen Zucker und schlägt das Ganze am Ende komplett steif, sodass man so ein leichtes, schönes Kokosaroma in seiner Sahne hat, ohne dass man es wirklich in einem Biss merken würde. Also muss ich sagen, du, also ich habe mir das groß notiert. Ich bin ja auch ein fleißiger Kochbuchautor. Ich habe jetzt über 30 Bücher schon geschrieben. Das ist notiert. Finde ich sehr, sehr, sehr geil, was du da hier desserttechnisch zum Besten gibst. Aber gib uns allen mal so eine grobe Einschätzung. Wie sieht es denn aus mit der Vorspeise? Es geht ja bei dir heute in erster Linie um die gefüllten Muscheln. So, die sind jetzt hier im Topf und es ist heiß. Und jetzt kann ich sie schon anrichten und dann sind wir quasi schon soweit. Ja, aber kannst du noch ein paar Minütchen warten? Aber selbstverständlich. Das Gute ist, sie dünsten in dem Topf und wenn sie da dünsten, dann vermischt sich das Aroma. Es wird nicht schlechter jetzt durch ein paar Minuten. Das ist ganz gut an der ganzen Sache. Ich sag ab heute Paul Bocuse zu dir. Vielen Dank, aber ich glaube, das wäre übertrieben. Usai, gedulde dich noch ein paar Minütchen. Und Stefan und Lars, ich komme gleich zu euch, aber vorher würde ich gern nochmal den Tobias mal ansprechen. Ja, den tollen Sous-Chef von Christoph Rüffler, 2-Sterne-Restaurant Harlin in Hamburg. Erzähl mal, hast du schon jetzt einen Favoriten ausgucken können? Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, immer, ich will jetzt auch nicht schon so viel vorweggreifen natürlich. Aber man muss sagen, was Usai da gekocht hat, ist wirklich allererste Sahne. Und toll. Kann ich nur eigentlich einmal Chapeau geben, weil das war wirklich, oder ist ein sehr schönes Menü wirklich. Ne? Also ist auch wirklich was, teilweise auch Sachen dabei, die ich noch nicht kannte. Und was ihr euch eben gerade über den Tandoori-Ofen unterhalten habt, ist eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten früher mal das Restaurant Gott Schenke im Jahreszeit und da gab es einen Tandoori-Ofen. Und da war ein Inder, der hieß Yoshi, und der hat die Nun-Breads immer an den Tandoori-Ofen gemacht. Und der Mann hatte keine Haare an den Armen, weil der Ofen war einfach so heiß. Und der hat in diesen Ofen reingefasst und die ganz umrangig, es war warm. Faszinierend, gell? Ich bin da auch immer wieder hin und weg, wie man eigentlich mit der ganz einfachen Zutaten wirklich kulinarische Offenbarungen liefern kann. So, sagen wir noch ein kleines Wörtlein zu dir, das interessiert ja sicherlich auch die Zuschauer. Hamburger Top-Adresse, sag ein bisschen was über euer Restaurant. Ja, also wer das Restaurant Herli noch nicht kennt, also wir sind mitten in der Innenstadt im Hotel für Jahreszeiten. Ja, wir haben 2 Michelin-Sterne, 19 Punkte, auch eher gerade wieder verteidigt. Der Gourmet ist ja gerade wieder rausgekommen. Da sind wir natürlich alle auch sehr froh drüber, dass wir die 19 Punkte behalten haben. Und Glückwunsch. Und ja, macht Spaß hier zu kochen. Es ist wirklich eine tolle Küche. Man sieht das hier, das ist im Hintergrund vielleicht, das sieht so ein bisschen unkonventionell aus. Das sind so alte Planken an den Wänden hier. Also unsere Küche sieht ein bisschen fancy aus, sage ich mal ganz, ganz salopp. Wir haben hier noch in der rechten Seite von mir haben wir noch ein Chef's Table. Okay. Da kann man dann halt mitten in der Küche essen, ist mittendrin, wenn wir das quasi zubereiten hier, die Menüs. Und es ist ein spannender Abend, den man hier unten erleben kann, dadurch, dass wir die Gerichte servieren, erklären und macht Spaß hier zu arbeiten auf jeden Fall. Ein tolles Hotel und tolles Restaurant. Schön. Tobias, ganz fest versprochen, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, würde ich gerne vorbeikommen und dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen und trinken ein schönes Gläschen. Ja, würde mich freuen. Okay, danke vorerst für deine Einschätzung. Und Carlo, what do you think about the three chefs?
Carlo? Can you hear me? In the meanwhile, the chefs prepare the three different menu. Mm-hmm. I see they work very relaxed. Yes, very relaxed. No stress. That is very important in the house kitchen than in the kitchen of the restaurant. The same, very relaxed. And they are in like Italian way, take it easy. Take your time. Perfect. Do the right things, and particularly do the red things. The best red things. Yeah. Okay. Thank you, Carlo. You're welcome. Thank you. Uzay, ich würde nochmal zurück zu dir switchen wollen, Uzay, und würde dich bitten, schon langsam mal dein sensationelles Muschelgericht anzurichten. Ja, in deiner schönen, top ausgeleuchteten Küche. Würdest du das schon mal machen? Da bin ich schon dabei. Ja, aber lass dir Zeit, ja, keinen Stress machen. Wichtig ist ja die Optik. Ja. So sieht es aus. Das andere kann ich hier nicht mehr beeinflussen an diesem Punkt. Ja, vielleicht kannst du uns, Uzay, ein bisschen helfen, weil du richtest genau im Nirgendwo an. Ich verstehe das Problem. Manchmal sieht man einfach nicht genau, wo man live sich befindet. Ja, genau. Okay. Großes Brett. So, sieht man das jetzt besser? Ansonsten würde ich vielleicht auch einfach... Das ist ein Olivenbaumbrett. Genau so ist es. Jawohl, das ist so ein langes Olivenbaumbrett, auf dem man die Muscheln ganz wunderbar nebeneinander aufsteigen kann. Ja. So, und im besten Fall, wie man sieht, fällt das Muschelfleisch dann so auf, um es mal vielleicht etwas näher zu bringen. Genau, das Muschelfleisch fällt im Grunde so auf diese Reis-Tomaten-Füllung mit dem Pinienkern und den Sultanin. Okay. Und so kann man sich das in den Mund stecken und genießen. Wunderbar. Uzay, ich gebe dir nochmal eine Möglichkeit, erklär unseren Zuschauern nochmal in wenigen Worten, dass wir es nochmal genau auf der Uhr haben, wie deine gefüllten Miesmuscheln zubereitet worden sind. Natürlich. Also, man braucht einen Mittelkornsteig. Der muss so ein bisschen klebrig sein. Das ist ein türkischer, der klassische Steig aus dem türkischen Laden, sage ich jetzt mal. Cool. Den weicht man ein bisschen in Wasser auf, in kaltem Wasser mit ein bisschen Salz, lässt man ein bisschen stehen. In der Zwischenzeit kann man schon mal eine Zwiebel hacken, in Olivenöl farblos anschwitzen. Dann tut man den Reis dazu und die Pinienkerne. Die Sultaninen habe ich in diesem Fall jetzt einmal durchgehackt, dass sie ein bisschen kleiner sind. Okay. Wenn man Korinthen nehmen würde, Korinthen gehen auch sehr gut. Die müsste man jetzt nicht durchhacken, gehen sowieso ein bisschen kleiner. Zusammen mit den Gewürzen lässt das nochmal 5 Minuten in der Hitze anschwitzen, alles miteinander. Okay. Dann kommt die Dose Tomatenfruchtfleisch dazu, die im Grunde die gesamte... Bitte. Sei. Zeig uns die Tomaten nochmal. Jawohl, also man nimmt und eine Dose... Und du musst mir... Uzay, du musst mir sagen, warum. Wir haben hier verschiedene Tomatensorten. Polpa, also das Tomatenfruchtfleisch, Passata, passierte Tomaten, das Tomatenmark, Pilati, die geschälten Tomaten. Warum hast du dich für die entschieden? Also, weswegen ich mich nicht geschmacklich, aber technisch gegen die großen geschälten Tomaten entschieden habe oder gegen ganze Tomaten ist, dass sie letztendlich als Füllung am Ende nicht funktionieren würden. Man müsste sie pürieren oder sonstiges. Die passierten Tomaten... Die schmecken wunderbar, haben aber nicht dieses leicht stückige Munderlebnis letztendlich, wenn man es isst. Und das Tomatenfruchtfleisch ist von dem Tomatengeschmack her intensiv, hat eine schöne Stückigkeit und wenn es gegart ist, bringt es auch eine gewisse Sämigkeit mit in diese Füllung. Es hat so ein bisschen was, wenn man es richtig macht, es klebt alles so ein bisschen aneinander. Ich würde es jetzt nicht mit Risotto vergleichen, aber es bleibt eine Restfeuchtigkeit übrig. Mit diesen Tomatenstücken, mit dieser wunderbaren Süße, die sich mit dem Pinienkern wunderbar ergänzen. Und deswegen ist das Tomatenfruchtfleisch für den Fall, für die Anwendung am einfachsten, geschmacklich wirklich, holt es das ganze Gericht nochmal weit nach vorne. Gut, also du hast mich ja schon sehr hungrig gemacht. Aber, liebe Uzay, ich bin ja leider heute nur
in Anführungszeichen Moderator und darf nicht Juroren und darf demnach auch nicht verkosten. Und würde jetzt einfach mal sagen, zu den beiden Helden, zu Carlo und zu Tobias, wir könnten uns jetzt mal mit diesem schönen Gericht kulinarisch auseinandersetzen. Ja, Tobias, willst du vielleicht mal anfangen? Genau, also ich habe die Muscheln auch hier so schön auf so einem Holzbrett, nur ein bisschen die kleinere Variante, weil ich muss noch ein bisschen mehr probieren. Ich koste gleich mal eine Muschel live, das ist dann, glaube ich, am besten, dann kann man das am besten nachvollziehen. Da muss man natürlich sagen, dass diese Präsentation auch jede Menge hermacht. Also es ist wunderbar schön angerichtet, die Muscheln, wenn man die so hinstellt, eine wunderbare Vorspeise, die kann man auch schön auf den Tisch stellen quasi, wenn man jetzt mal ein paar Freunde eingeladen hat, wenn es dann wieder geht. Wirklich ein sehr, sehr harmonisches Gericht, finde ich sehr klasse. Einziger Kritikpunkt bei dem Ganzen ist, mir würde ein bisschen Frische, würde mir da noch den letzten Kick geben. Also so ein bisschen Zitronenabrieb mit in den Reis rein, ein bisschen Frische, ein bisschen Limettensaft, wäre für mich dann noch so der letzte Kick, aber ein ganz klasse Gericht. Okay. Schön, das klingt doch gut, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, Carlo, yeah. What do you think? I don't know the word in English, Muschel. Okay, that is the plate. That's the plate, okay. I don't know if you see. A little bit higher, oh yes. Okay. About the tomato, the red color is not so, the first impact is not so very red. But the taste, I have to try. It's a good combination between rice, peanuts and sultanas. Uh-huh. And the tomato taste? Tomato is a good taste, but not so stronger. Yes. For a typical red rice with the fish, with the mussels in this case, yeah. Okay. Right, yes. But the taste is very good. The taste is very good, okay, I'm hungry. thank you, Carlo. Thank you. Welcome. Jetzt kommen wir zum Hauptgericht, also wo ich persönlich auch super gespannt bin und ich auch sagen muss, dass der Stefan das ganz cool und ganz klug gewählt hat mit seinem Shakshuka, dieses israelische Nationalgericht, weil da ist die Tomate extremst im Vordergrund und deswegen bin ich gespannt, Stefan, wie das Ganze ausschaut und vor allen Dingen, wie du das jetzt anrichtest. Erzähl mal, genau, bing, bing, einschalten, Ton, Aufnahme, läuft. Ja, hervorragend, vielen Dank. Ich glaube, Ton läuft. Ich habe es gerade angerichtet und zwar kommt es gerade frisch aus dem Backofen. Ich habe hier die Eier soweit pochiert in der Tomatensoße, dass das Eigelb noch wachsweich ist und das Eiweiß entsprechend etwas fester. Und ich habe es mit Parmesan garniert, ein wenig. Es ist nicht typisch israelisch, aber ich denke, es tut den Mutti-Tomaten nichts ab, da noch eine weitere italienische Note beizugeben. Das klingt auf jeden Fall gut. Also ich war unlängst in Tel Aviv. In Tel Aviv isst jeder in der Früh Shakshuka und das ist toll. Schaut richtig gut aus. Stefan, das Schwierige bei diesem Gericht ist ja, aber schwierig in Anführungszeichen, dass die Eier noch schön wachsweich bleiben. Hast du oben meinen Deckel drauf oder nur im Backofen? Nein, ich mache sie im Backofen tatsächlich mit Umluft und ich gucke dann sekundenweise nach, wie Eiweiß und Eigelb sich zueinander verhalten. Also ist jetzt nichts, was man in den Backofen stellt und dann sagt, ich komme 10 Minuten wieder. Okay, sehr gut. Also ich feiere ja das Gericht, vor allen Dingen, weil richtig viele Tomaten mit dabei sind. Erzähl uns nochmal bitte ganz kurz, welche Tomaten du verwendet hast und zeig uns die vielleicht nochmal in die Kamera, dass die Zuschauer, die neu dazugekommen sind, das auch nochmal sehen. Wir haben ja bei Mutti eine ganz große Anzahl verschiedener Tomaten
Produkte, die Polpa-Tomaten, Fruchtfleisch, Passata, die passierten Tomaten, das Tomatenmark, wo ich auch persönlich sehr feiere, und Pelati, die geschälten Tomaten. Aber ja. Stefan, was hast du genommen? Ich habe das Tomatenfruchtfleisch genommen, einfach aus dem Grund, weil ich hier die perfekte Mischung habe zwischen der Flüssigkeit von den Tomaten, dem Saft und dem gehackten Fruchtfleisch. Und insbesondere, wenn man es dann bei hohen Temperaturen, bei 250 Grad, für wenige Minuten im Backofen macht, ist es hervorragend. Es brennt nichts an und es schmeckt meines Erachtens, aber es ist meine persönliche Meinung, auch nicht ganz so süß wie beispielsweise die Cherry-Tomaten, die passierten Tomaten oder die geschälten Tomaten, die ich da für mein Dessert verwendet habe. Ja, ja. Und das passt hervorragend dann zu den Eiern und zu den kräftigen Gewürzen und zu dem Chili. Ja. Also ich muss immer sagen, Stefan, ich bin ja unparteiisch, aber wenn ich die Dosen schon sehe, ich bin ja schon ein großer Fan, nicht nur von dem Inhalt, sondern ich finde die Dosen auch so schön. Das sieht schon toll aus. Noch schöner wären sie, wenn mein Gesicht drauf wäre. Ja, genau. Das klingt gut. Und dann würde ich jetzt mal die Juroren bitten, den Tobias und den Carlo, dein Gericht live on stage zu verkosten. Ja. Carlo, wollen wir vielleicht bei dir anfangen? You will try first. Shakshuka. Shakshuka, yeah. Yes. Oh, wow. That is my shakshuka. Yeah. Okay. And first one is the color is very red. That is so important. Yes. Because it means there is a lot of tomato inside. And now we try the taste. With Parmesan cheese. Yeah. Or mozzarella. Was it mozzarella or Parmesan? Parmesan. I put a little bit of Parmesan on top because I don't want to cover the red color of the plate. Mm-hmm. And the taste is sweet and sour. That is good. And use the polpa in a very nice way, because this plate is very similar to an Italian recipe that is called uova del diavolo, devil's eggs. With power. Sorry? Devil's eggs is very hot. Oh, yeah. Yeah, yeah. Devil's eggs is a little bit of, instead of ginger, chili pepper. Okay. Yeah. Oh. And it's very nice place. Very, very nice taste. I like it, yeah. Good, Carlo, thank you. Good job. Yes, yes. Stefan, good job, good job. Thank you. Wird es interessant. Tobias, Günther, der Besternte, mein Freund, leg los. Ja, ich habe jetzt auch schon mal gekostet von meiner Shakshuka. Ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr klarer Geschmack und ich mag das auch, die Schärfe, die da drin enthalten. Das ist nämlich genau mein Fall, weil ich sehr gerne scharf esse auch. Hier ist sehr schön die Tomate natürlich im Vordergrund. Die Paprika spielt da schön mit. Die gibt da so eine schöne Verbindung rein. Und mit dem Verbindung mit dem cremigen, wachsweichen Eigelb, es ist natürlich eine super leckere Geschichte nachher am Ende. Der Parmesan rundet oben das Ganze schön ab mit den Kräutern. Das passt auch alles wunderbar, kann man nicht sagen. Schmeckt top. Schön. Super, vielen Dank. Also ich kann das aus der Ferne ja nur so ein bisschen beurteilen. Ich sehe ja die Gerichte. Aber ich denke schon, dass die Grundaufgabe natürlich mit dem Shakshuka schon richtig gut getroffen ist. Fruchtiger, ehrlicher, kräftiger Tomatengeschmack. Auf jeden Fall. Ein bisschen Parmesan. Ja, Tobias, ich bin gespannt. Ja. Aber ihr habt ja nachher die Qual der Wahl. Ihr müsst entscheiden, wer diesen großen Preis heute nach Hause fährt. Ja, ja. Dann haben wir zum Schluss noch. Meine liebe Fangemeinde, den Lars. Lars, möchtest du dein Gericht vielleicht nochmal vorstellen? Das ist das Dessert. Und dann hätten wir quasi die Vorspeise, Hauptgericht von Lars. Ja, hallo. Das Dessert. Ja, ich habe soweit die Sahne-Kokosmilch-Reduktion schon mal durchgesiebt. Mhm. Und soweit das vorbereitet, ja, dass man das in die Schälchen abfüllen kann. In meinem Fall musste ich das gestern Abend schon mal vorbereiten aufgrund der Kühlzeit der Panna Cotta.
damit das auch alles noch fest wird. Ja. Ja, für meinen Tomaten-Mango-Kompott habe ich die geschälten Tomaten verwendet, diese bei 120 Grad circa eine halbe Stunde dehydriert, um ein bisschen mehr oder noch mehr Aroma rauszukitzeln. Das Ganze mit Zuckerwasser, Zitrone und Vanille püriert zu einem, mit einer feinen Soße und ja, mit einer schönen Mango dann vermischt. Und ja. Das hört sich gut an. Also ich finde, das ist, man könnte auch sagen, es ist eine gewagte Kombination. Aber wenn ich mir die Aromen so vorstelle, dann muss ich sagen, bin ich fast schon traurig, dass ich das Ganze nicht probieren darf. Sag mir nochmal unseren Hauptakteur, Lars. Welche Tomaten hast du genommen und warum eben auch genau diese? Genau, in diesem Fall habe ich die geschälten Tomaten verwendet. Also, zeig mal die Dose, zeig mal, also ich bin doch so ein, ich liebe dieses Packaging. Die sind einfach schön. Ja, sieht schon klasse aus. Ja, sieht klasse aus. Also der Inhalt ist wichtig, natürlich. Klar. Ja, gewählt, weil ich praktischerweise die Tomaten nicht mehr schälen brauchte oder pellen. Ja. Ja, es sind einfach geschmacklich top. Und wenn man sie dann nochmal im Ofen erwärmt, kommen die Aromen noch mehr zur Geltung, werden auch noch ein Ticken süßer, was vielleicht fürs Dessert auch ganz toll ist. Gut. So. Aber war selber überrascht. Also das war mein erstes Tomaten-Dessert. Und gut. Ja, super. Also kann ich nur jedem empfehlen, mal nachts zu kochen. Ja, schön. Du machst es gut. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du das Gericht noch mal einmal schön in die Kamera hältst. Ja? Mal vorsichtig, dass es auch drin bleibt mit deinen zwei Blatt Gelatine. Ein bisschen weiter her. Weiter. Ja. Ah, jetzt. Lecker. Wow. Not bad. Mhm. Not bad. Ja. Also, auf jeden Fall in einer Silikonform das fest werden lassen. Vorher hatte ich mit dem Becken experimentiert. Ist auch, sieht auch gut aus, aber. Das ist mir, glaube ich, so ganz gut gelungen. Schön. Lars, ich würde mal sagen, es wird wirklich schwierig und ich möchte nicht in der Situation der beiden Top-Juroren sitzen. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein kleines Feedback und nach diesem Feedback kommen wir dann mal schon einen Schritt weiter. Aber das erste Feedback wäre schön, wenn Tobias gibt zu dem Dessert nochmal von dir, Lars. Ja, also Lars, ich muss sagen, hast du ja ein sehr schönes Dessert gemacht. Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, als ich gelesen habe, aber als ich dann probiert habe, war es dann wirklich sehr, sehr stimmig. Ich halte es auch nochmal bei mir hier in die Kamera und dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser, weil die Lichtverhältnisse hier. Lars hat quasi unten so eine Art Tomatensoße gemacht aus den Tomaten. Das ist schön mit Vanille und Tomate und Vanille. Das passt und harmoniert immer sehr, sehr gut. Und das Schöne hierbei ist, bei dem Dessert ist, dass die Tomate eine Säure, eine Süße, aber auch eine schöne Fruchtigkeit gibt. Und die Mango passt hier wirklich hervorragend mit dazu, muss man sagen. Und toll. Ich muss sagen, Lars, es zählt mit zu den Top-Gerichten, die ich probiert habe von dem Menü. Dankeschön. Boah, das ist schon mal ein Lob, das man sich merken muss. Ja, dann würde ich mal sagen, Carlo, yeah. Direkt nach Italien, dein Feedback. Okay, that is... the panna cotta. Panna cotta is a very, very old dessert in Italy. I think more than 50 years ago. And that is a good combination. First is a good combination of color, white, yellow, and red. And red is a very good impact between the white and yellow, and the taste. The panna cotta with coconuts mixed with tomato sauce made with pelati, it's very nice. Ah, it's very nice. And clean all mount, clean all inside, and I like it. Okay. Because mango.
Panna cotta is very light. Mango is not so strong. And then the taste of tomato is a premium in this case. It's very nice. Okay, sehr schön. Prima, vielen Dank. Also es wird schwierig. Jetzt würde ich alle Finalisten, meine lieben Star-Hobbyköche, ja, würde ich alle nochmal in der Reihenfolge Usai, Stefan und Lars euer Gericht einfach nochmal in die Kamera halten. Und dann würde ich die Jury bitten, dann sich zurückzuziehen und mal so ein bisschen Fach zu simpeln, dass wir dann nach der Beratung auch zu einem Ergebnis kommen. Okay, die Muscheln. Usai. Meine Herren. Okay. Das schaut gut aus. Liebe Jury, gut aufgepasst. Ja. Also wirklich top aus. Man würde es nicht anders sagen. Ja. Schöner Start ins Menü. Was sagt ihr dazu, liebe Jury? Ja, ich finde, wie gesagt, ein sehr schöner Start ins Menü und das tolle Präsentation und macht was fürs Auge her. Toller Geschmack. Okay. Vielen Dank. Ja. Gut, dann haben wir den Stefan mit seiner Shakshuka. Okay. Carlo? Very nice plate and very red. Very red. Yeah. Yeah. Okay, das ist gut. Tomaten sind rot. Oh yeah. Very red plate. Ja. Okay. Tobias, du hast es auch nochmal gesehen und für gut empfunden. Ja, sehr gut. War wirklich auch, hat wirklich hervorragend aufgeschmeckt. Kann man wirklich nichts dran meckern. Top, toll Gericht, tolles Gericht. Schön. Gut. So, jetzt zeigen wir als letztes Mal heute noch das letzte Gericht von Lars, die Panna Cotta mit Tomaten-Mango-Kompott. Ist schon ein Highlight, vor allen Dingen, Lars, hast du irgendwie eine saugute Kamera, also das ist echt gestochen scharf, was man da bei dir sieht. Und liebe Juroren, Carlo und Tobias, what do you think about this? A dessert for a one-star Michelin restaurant. Perfect. Very, very, very nice combination. The taste is perfect. The sweetness, a low sweetness of the panna cotta. Okay. The taste of tomato marmalade, and the mango. Perfect combination. Yeah. Good job. Okay. Also, hallo. Jetzt wird's ernst. Thank you. Welcome. Die Juroren, unsere Star-Küche aus Italien und aus Hamburg, Tobias und Carlo, werden sich jetzt zur Beratung zurückziehen. Ja, es geht ja um was. Und dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Okay, wollt ihr mal in euch gehen? Und ja, auf jeden Fall. Das müssen wir auch. Dann werde ich mal mich so ein bisschen um die drei Kandidaten kümmern. Der Stefan lehnt total relaxed an seiner Küchenwand. Stefan, du bist siegessicher? Nein, bin ich nicht, aber entspannt. Du bist immer, pass auf, weißt du, was bei dir noch fehlt, Stefan? Bei dir fehlt jetzt in deiner wirklich gut aussehenden Pose irgendwie ein Gläschen Rotwein noch. Ja, den habe ich, also eine Flasche habe ich schon ausgetrunken. Wenn du noch die zweite Flasche holen kannst, dann trinke ich gerne noch ein Gläschen. Das ist gut. Wir wollen ja keinen zum Alkoholtrinken verführen, aber natürlich zu diesem tollen Gericht und zu dir als Person würde ein Gläschen ganz gut passen. Ja, magst du ganz kurz was über dich noch erzählen? Was machst du im richtigen Leben? Im richtigen Leben arbeite ich bei einem Energieversorgungsunternehmen, also jetzt nichts, was mit Kochen zu tun hat. Bin mehr so im Bereich IT unterwegs, schwerpunktmäßig. Ja, okay. Habe zwei Kinder, eine Frau, ein Haus und einen großen Gemüsegarten. Ja. Das ist schön. Also dann passt da auch alles, Stefan. Alright, also du hast noch ein paar Minuten Zeit, wenn du Luft hast, holst noch die zweite Flasche Wein, dass du dann den Sieg auch gleich persönlich feiern darfst. Ja, ich bin ja mindestens schon Dritter.
Ja, genau, genau. Also Bronze hast du sicher. Ja. Auf jeden Fall, das ist schon mal viel wert. Gut, dann werde ich mal zurückspringen an den Anfang. Usai, du hast eine leckere Vorspeise gewählt. Schau mal, jetzt bekomme ich hier Licht in meinem Büro, dass ihr mich auch gut seht. Usai, ich habe auch das Gefühl gehabt bei dir, dass du extremst entspannt warst, nicht und deine Muscheln perfekt in Szene gesetzt hast. Ja, magst du mal, mich interessiert ja auch hinter dem Gericht hier Personen, wie gesagt, cooler Hund. Was machst du im richtigen Leben? Ja, also ich bin Bauingenieur, bin da seit, ja, geht an ein Jahrzehnt zu, bin ich da jetzt schon tätig nach meinem Studium und bin letztendlich viel unterwegs gewesen, immer noch auf Baustellen. Und man muss sagen, letztendlich übernimmt man bei der Arbeit relativ viel Verantwortung für andere, für Bauwerke, für Menschen. Und das ist für mich Kochen grundsätzlich eigentlich Entspannung, wenn ich hier mich in meine Küche zurückziehen darf. Deswegen lasse ich da ungern Stress aufkommen, selbst wenn es zeitlich eng ist, und zeitlich ist es bei der Arbeit auch immer eng, hat es keinen Sinn, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Deswegen kann ich da eigentlich sagen, selbst wenn mein Zeitmanagement manchmal nicht gut ist, aus der Ruhe bekommt man mich trotzdem nicht. Schön, schön. Naja, da triffst du den Zahn der Deutschen. Kochen ist seit 15 Jahren Hobby Nummer 1. Man hätte das früher nicht für möglich gehalten. Und heute achtet man auf Gesundheit, auf Ernährung und eben auch auf gute Produkte, die naturbelassen sind. Und da spiele ich den Ball jetzt gleich auch mal wieder Richtung Mutti. Das sind natürlich absolute High-End-Produkte, naturbelassen und ohne irgendwelche Zutaten, welche überhaupt in der Schule kommen. Schön. Usai, dann Haar der Dinge, die da noch kommen. Und ich würde vielleicht gern den Lars mal sprechen mit seiner Panna Cotta. Lars, ja. Du hast ja gegen wirklich knackige Kandidaten zu kämpfen. Und wenn ich dann Carlo mal zitiere, der gesagt hat, das kann auch in einem Top-Restaurant serviert werden, dann müsstest du jetzt eigentlich ja schon nervös werden, weil es so gut. Erzähl mal was dazu. Bist du der ganz große Koch-Freak? Der größte Koch-Freak nicht. Probiere gerne neue Rezepte aus, gerne auch andere Länderküchen. Und ja, treffe ich mit Freunden und Koch dann auch gerne zusammen. Aber ja, also die Gerichte deiner Kollegen waren auch sehr gut. Ja, schön, schön. In Art und Weise natürlich auch eine andere Herangehensweise. Ist vielleicht dann jetzt auch abhängig von der Jury. Ja, ihr seid ganz unterschiedliche Charaktere. Das macht es, finde ich, nochmal spannend. Du machst mir aber auch nicht unbedingt den Eindruck, dass du jetzt groß nervös warst. Du bist auch sehr entspannt und weißt, was du kannst. Ja, ich bin von Haus aus ja ein ruhiger Typ und bringt nicht so schnell aus der Fassung. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Elektrotechniker beim Maschinenbauer hier in Lübeck. Du sind alles nur gescheite Leute heute hier am Kochen. Meine Herren, da. Nicht schlecht. Was macht man in deinem Job so? Hoffentlich keine Fehler. Denke ich mal. Ja, das wäre schon mal die halbe Miete. Mhm. Aber wir entwickeln in unserem Bereich Maschinen für den 3D-Druck. Und interessant. Ganz spannendes Thema. Ja, meine Lieben, ich fange da noch mal an und sage die Namen: Usai, Stefan, Lars. Ihr drei werdet bewertet von einer Top-Jury, einmal aus Italien, der Chefkoch von Mutti, Carlo Casoni, und Tobias Günther, Sous-Chef aus einem Hamburger Top-Restaurant, 2 Michelin-Sterne, 19 Punkte. Und Frage mal an euch, habt ihr schon gerichtet? Habt ihr so einen Sieger mal festgelegt oder zumindest mal einen Drittplatzierten? Nö. Ah,
Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen. Also ich glaube, dass sich die Juroren noch nicht einig sind. Da wird ja noch ein bisschen gefachsimpelt. Und dann werden wir mal schauen, was denn dabei rauskommt. Ja, aber ich muss sagen, hier, ich bin ja im fernen, wunderschönen Allgäu. Ja, schau aus meinem Büro raus, da kommen die letzten Sonnenstrahlen noch. Das ist so die kleine Entschädigung dafür, dass ich nichts probieren kann. Ja, leider. Aber da ich ja ein kulinarischer Überzeugungstäter bin, versuche ich mir das vorzustellen. Wir haben so roundabout noch 4-5 Minuten. Und in diesen 4-5 Minuten möchte ich einfach noch mal ein bisschen über die Kandidaten erzählen, möchte ein bisschen was über Mutti erzählen. Das ist ja schon schön. Ich habe das vorhin mal gesagt, dass das Thema Kochen in Deutschland so ein allumfassendes Thema ist. Vor 10 Jahren hat man zu mir als Fernsehkoch schon gesagt, ja, also das ist schon längst vorbei und das wird weniger werden. Ist es aber nicht. Und Gott sei Dank nicht. Und das liegt auch an Unternehmen wie Mutti, die ein gutes Produkt eben entsprechend in Szene setzt und auch für mediale Aufmerksamkeit sorgt. Das ist schön. Also, liebe Jury, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ja, also so einen kleinen Tipp von dem Christian Henze, dann mache ich das natürlich gern, weil sonst könnte Folgendes passieren, dass der Stefan, der im Moment so unfassbar relaxed an seiner Küche liegt, doch die zweite Flasche Wein aufmacht und seinen Sieg gar nicht mehr mitbekommt. Stefan, oder? Könnte das möglich sein? Das kann nicht möglich sein. Auch bei der zweiten Flasche Wein bin ich immer noch relaxed an der Küchenwand. Aber du hast gerade davon gesprochen, von den Kochsendungen. Finde ich ganz interessant. Das ist was, wo auch ich kochen gelernt habe. Also in den 90ern mit 14, 15 Jahren war die erste Serie tatsächlich Alfredissimo mit Alfred Biolek. Der Gottfaser der Fernsehküche. Der Gottfaser der Fernsehküche, der Gäste eingeladen hat. Und da hat man natürlich wunderbare Rezepte mitbekommen. Ich habe heute noch alle drei Bücher. Vom Pfälzer Saumagen nach Hannelore Kohl, über Soljanka nach dem Prinzen oder Tiropite, gefüllte Teigtaschen mit Spinat und Feta nach Nana Muscuri. Also war wirklich super. Und so habe ich quasi kochen gelernt. Du, das klingt doch gut, ja. Aber Herr Biolek war schon eine ganz besondere Nummer. Ja, und hat auf jeden Fall auch immer gut Wein getrunken während seiner Sendung. Kannst du dich erinnern, wie er am Ende der Sendung immer so, ich kann es jetzt nicht vormachen, so mit der Hand hier auf seiner Arbeitsfläche abgestützt war und die Flasche Wein war leer und dann hat er gut gemerkt, dass ihm eine gewisse Stütze gut tut. Er hat dann gesagt, wegsalzen geht immer, nachsalzen geht nimmer. Genau. Ja, na gut, Stefan, also jetzt möchte ich vielleicht ganz zum Schluss noch so eine kleine Einschätzung von dir. Hau raus, du bist ein direkter Typ, cooler Typ, kannst gut kochen. Wie stehen deine Chancen? Was sagt dir dein Gefühl? Ja oder nein? Es ist sehr schwierig. Also zum einen glaube ich, das Hauptgericht von Lars Zimmer ist wirklich Granate. Also das Tomatenrisotto mit, das hat er jetzt nicht gezeigt, weil er im Dessert war, das Tomatenrisotto mit der Jakobsmuschel und der gebratenen Blutwurst ist schon ein geiles Teil, glaube ich. Ja. Die Vorspeise von Usai war auch super gut, wobei ich nicht weiß, ob dieses Fischige mit dem Tomatenaroma so wirklich harmoniert. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Ich glaube, ich kann nur punkten mit, sage ich mal, der Simplizität von den Gerichten. Also Tomate und wenig Zutaten. Also, dass die Tomate im Hauptgang ist und im Hauptgericht und wirklich hervorsticht mit wenigen Gewürzen. Also entweder eine Schärfe oder nicht eine Schärfe, eine Süße. Aber dass nicht zu viel Mischmasch gemacht wird. Und das wäre mein Pluspunkt. Ich weiß aber letztendlich auch nicht, wie die Jury entscheidet. Wie gesagt, ich finde von allen drei Köchen oder von den anderen beiden Köchen von Usal die Vorspeise genial und von Lars das Hauptgericht auch super. Ja, also das sehe ich auch so. Im Übrigen pflichte ich dir bei, dass das Schlimmste, was man beim Kochen tun kann, ist, dass man in eine Gewaltkreativität
abdriftet, dass man wirklich versucht, mit allen Möglichkeiten irgendwie ganz was Besonderes zu kreieren. Das habe ich aber bei allen Kreationen heute nicht gespürt. Und du hast eben die Muscheln von Usai angesprochen, ob das so passt. Ja, das passt. Ich finde schon, das passt. Ja, Reis, Fisch, das geht natürlich sehr, sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob der Jury da der Tomatenanteil auch hoch genug war. Das war ja die Challenge und das war die Aufgabe. Ja, Stefan, dann würde ich sagen, harte Dinge, die da kommen. Und jetzt möchte ich ein letztes Mal noch zu Lars kurz schalten. Weil Lars, du machst mir schon so den Eindruck, vor allen Dingen, was die Jury vorhin von sich gegeben hat, dass du schon Titelaspirant sein könntest. Ja, kann sein. Aber gehören ja, sind ja noch zwei andere da. Hast du denn das Rezept irgendwie aus einem Kochbuch? Also das Hauptgericht, das haben wir uns für den spanischen Abend wirklich mal überlegt. Da hatten wir allerdings einen spanischen Reis verwendet, den dann schwarz gefärbt mit Tinte. Und genau, das war praktisch eine Abwandlung von dem Rezept. Ja, und die anderen beiden, ja. Einfach mal, ja, okay, Tomatensüppchen kann man natürlich jetzt im Winter auch genauso heiß servieren. Und das Dessert, das war wirklich der erste Versuch. Ja, ach, der erste Versuch. Meine Herren. Okay. Was hast du so für Kochbücher zu Hause? Auch querbeet. Also wie ich wohl schon erwähnt hatte, so Länderküche. Ja. Und da habe ich auch schon mal die Shashuka nachgemacht oder nachgekocht. Ah, okay. Lars, die perfekte Antwort zu den Kochbüchern wäre jetzt gewesen, wenn du sagst, ich hast auch eins von dir oder du hast auch eins von mir. Ja, ja, es sind relativ viele. Ich kann das gar nicht genau sagen, weil es ja teilweise eine Leidenschaft auch sowas einfach im Schön. Du, sag mir doch mal ganz kurz, wenn es bei dir in Richtung Italien gehen würde, ja, würdest du jemanden mitnehmen? Ja, oder? Ja, meine Frau auf jeden Fall. Ja. Schön. Genau. Bist du so ein bisschen Italien-Fan? Blöde Frage, gell? Ja, letztes Jahr war ich das erste Mal in Italien, allerdings in Kalabrien. Okay. Und im Norden ist sicherlich dann seine Art und Weise auch interessant rund um Parma dann. Ja, klar. Also ich muss sagen, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Italien-Fan. Bei mir ist es ja auch so, dass ich nicht so weit zu fahren habe. Ja, ich bin ja im südlichsten Zipfel Deutschlands, deswegen relativ schnell in Italien. So, wie sieht's denn bei euch aus? Liebe Juroren, also die Weltgemeinde wartet ja. Wir haben ja einen schönen Durchgang gehabt, wenn ich mal auf die Uhr schaue. Die sind ja schon fast eine Stunde 15 zu Gange. Die Köche sind fertig. Carlo, Tobias, gibt es schon irgendein Feedback von euch? Seid ihr noch in Klausur? Ja? Seid ihr noch am Überlegen? Wenn ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie wir den Spannungsbogen hier noch weiter aufbauen können. Und nicht, dass Stefan die zweite Flasche doch noch ganz leert und seinen Sieg nicht mehr feiern kann. Ja, also, es sind alle dabei. Na prima. Ja. Here we are. Ah. We are back again. All right. Tobias, Carlo, ich habe euch schon vermisst. Ich habe gedacht, ihr seid irgendwie verschollen. Schön, dass ihr wieder da seid, meine Lieben. Ja, freuen uns auch wieder da zu sein. Muss ich mich jetzt hübsch machen, den Smoking anziehen, wenn ich den Preis übergeben darf? Ich bin nervös. Tobias, sprich als erstes. Was? Wir haben jetzt ein Ergebnis, jetzt ist die Frage, wie wir die jetzt am besten präsentieren. Ich kann jetzt nochmal auf die einzelnen Menüs auch ein bisschen eingehen.
Also wirklich ganz spannend, dass ich, also in jedem Menü habe ich wirklich die Höchstpunktzahl einmal vergeben. Aber das ist dann wirklich so knapp gewesen, dass dann halt wirklich die Konstanz, die in den einzelnen Gängen war, dann halt doch dann über den Sieg Ausschlag gegeben haben. Ja. Also wie gesagt, ich fand zum Beispiel von Lars, dass das Server wirklich super. Das von Usai war auch sehr, sehr gut. Da war mir nur eine Spur zu viel Nelke drin. Hatte ich jetzt bei mir. So, die war jetzt ein bisschen dominant. Deswegen hat das so in dem Dessert-Ranking da den zweiten Platz belegt. Ja, und auch so, dass das Satsuka von Stefan, das war wirklich, super, kann man nicht besser machen. Schmeckt toll, für mich auch absolut die Höchstpunktzahl. Und von Usai, der Hauptgang mit dem Numbread dann zusammen mit den Linsen, tolles Gericht, auch für mich eine Höchstpunktzahl. Schön, ja, das klingt doch gut. Carlo? Ja. Ja, was sagst du? About the three finalists, first, thank you for use the multi-product and thank you to be here to help us to explain the quality of multi-product in Germany. About Lars, you do a very big job because your recipe are very extremely difficult. And that means passion. That is mean passion for recipe and passion for the food. The Stefan. Next step of Stefan, I think one of the way for Stefan is to put a little bit more tomato in the recipe, and. Not a lot of mix of ingredients, just a few ingredients and more tomato in this case. Usai is the muscles was a little bit so white, not enough red for in these days of competition. Dal Makhani was very nice. And the same the dessert. Just one thing for all the finalists. Three dessert, three perfect, three state of the art. For me, in Italy, we have a very old tradition of the dessert with tomato, in particular in the north of Italy. And it's very nice to discover people that love dessert with tomato. That is, I love it. Thank you very much. Hey, thank you, Carlo. Thank you. So, und jetzt würde ich einen der beiden Herren bitten, vielleicht Tobias, wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Und ich würde einfach sagen, wir hauen einfach den Gewinner raus. Ja, die anderen beiden sind fast Gewinner, also kein zweiten und kein dritten, sondern einfach den Gewinner. Und okay, also dann bleibt mir das, habe ich die Ehre, das zu tun. Also der diesjährige Gewinner der Mutti-Tomaten, kann man nur sagen, kann man schon ein bisschen vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall jemand, der letztes Jahr schon mal dran teilgenommen hat und damit weiß derjenige das natürlich auch schon. Wo soll man das wirklich sagen? Das Gesamtpaket, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ein, zwei Sachen waren vielleicht, die man noch ein bisschen kritisieren kann, aber insgesamt war das wirklich ein sehr, sehr schönes Menü und ja, es war sehr knapp und herzlichen Glückwunsch, Usai. Du bist der Gewinner. Yeah! Vielen Dank. Ich habe persönlich nicht einmal damit gerechnet. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen überwältigt. Ich habe tatsächlich den Stefan vor mir gesehen, aber das überrascht mich so sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich habe wirklich sehr viel Mühe da reingesteckt und es freut mich, dass es euch allen geschmeckt hat. Mensch. Was soll ich sagen? Ja, ich bin fast sprachlos, muss ich jetzt an der Stelle zugeben. Ich bin nicht sprachlos, weil du sensationell gut gekocht hast. Und meine lieben anderen Finalisten, Stefan und Lars, das soll kein leeres Teegerede sein. Wirklich außergewöhnlich toll gekocht, die Desserts toll. Und jetzt habe ich die ganz große Freude. Unser, hier, das ist... Ich nehme eine Flasche Dortmunder Wein dazu. Ja, wir brauchen Wein. Usai, schau, Mutti, goldener Tomatenkoch 2020. Herzlichen Glückwunsch.
darf Bravo. Ich dir Herz übermitteln. Und du hast eine Traumreise nach Italien gewonnen, aber viel wichtiger ist der Pokal. Und diesen Pokal, den werde ich jetzt schön in die Schatulle zurücklegen und kommt in diesem kleinen, exklusiven Paket direkt zu dir. Und dann wird er einen schönen Platz finden. Ich hoffe, bei dir in deiner schönen Küche. Und Ich werde ein Plätzchen dafür einrichten, dass es auch wirklich jeder sehen kann. Das ist gut. Schau mal, er steht schon mal hier ganz präsent neben dem Mutti-Produkten. Also, ich würde sagen, Mensch, vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, für alle, die quasi hinter den Kameras saßen und das Ganze organisiert haben. Natürlich ganz großen Dank an den Chefkoch Carlo Soni und an Tobias Günther, die mitgemacht haben. Und da muss ich Ja, hat auch Spaß gemacht. Also war wirklich ein tolles Event, hat wirklich Spaß gemacht. Mit Mutti-Tomaten sowieso immer, also ich nehme die auch zu Hause wirklich, das ist jetzt nicht gelogen. Also ja. Wirklich ein Top-Produkt und vielen Dank, Mutti, dass ihr so schöne Tomaten macht. Ja, ja, schön. Also ich muss sagen, ich bin auch total happy, wobei ich sagen muss, dass es wirklich ein ganz knackiges Kopf-an-Kopf-Rennen war, glaube ich mal. Aber jetzt frage ich einfach mal so, es ist ja egal, wer ist Zweiter und wer ist Dritter? Also es war wirklich sehr, sehr knapp. Den dritten Platz hat Stefan, aber da ist nur ein Punkt Unterschied zu Lars gewesen. Also okay. War wirklich sehr, sehr knapp. Es hat wirklich den Ausschlag gegeben, die Konstanz in dem Ganzen dann mitgemacht. Stefan ist ein bisschen das Dessert zum Verhängnis geworden. Da hat halt die Tomaten passiert und hat sie dann halt mit Stärke gebunden und unten als Basis reingegeben. Und man weiß ja immer, wenn man Sachen mit Stärke andickt, auch zu sehr andickt, dann verlieren sie halt den Geschmack. Und das hat ihm dann halt so ein bisschen das Genick gebrochen in dem Sinne. Gut. Ist überhaupt nicht schlimm. Hey, Freunde der Nacht, der olympische Gedanke zählt. Und ich würde sagen, es gibt einfach nur Gewinner. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig meinte. Stefan meine ich mit den Tomaten bisher. Ne? Also das von Lars, das war wirklich Höchstpunktzahl bekommen, 5 Punkte, war wirklich tolles Dessert. Kann man nicht meckern. Schön. Also, dann würde ich mal sagen, vielen Dank allen Beteiligten. Ich von meiner Seite aus darf sagen, dass es mir großen Spaß gemacht hat, mit so tollen Juroren zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen den 3 Finalisten, die es geschafft haben, in die Sendung zu kommen. Und ich hoffe, wir machen die Konstellation auch mal wieder. Und im Sinne würde ich sagen, ihr habt noch einige Tomatenprodukte von Mutti zu Hause. Kocht da was Schönes draus und erfreut euch des guten Geschmacks. Und liebe Grüße. Schönen Tag noch. Vielen Dank nochmal. Schöne Grüße auch an alle und danke. You try last year. You be third last year, and this year you be the one. That's his main passion. Thank you very much.